Harte Schale, weicher Kern. Das ist ein relativ bekannter Spruch, der im Übrigen rein gar nichts mit dem Film zu tun hat, den ich euch jetzt zeigen möchte. Aber irgendein Wortspiel mit The Core musste ich irgendwie machen und mir ist Core kein besseres eingefallen. In diesem Film sind unter anderem Aaron Eckhart und Hilary Swank zu sehen und Paramount hat diesen Film im Rahmen einer Steelbook-Repack-Neuauflagenwelle ebenfalls in einer Steelbook-Verpackung gebracht hier in Deutschland, hat dabei, wie bereits bei unter anderem A Beautiful Mind und Castaway oder auch Chinatown, das Backcoverblatt aus Karton mithilfe einiger Klebepopel am Backcover vom Steelbook und auch am Frontcover angeklebt, hat dabei allerdings leider wieder relativ feste Dinger verwendet, sodass das für uns ziemlich schwer nur ablösbar ist. Sobald wir uns dann einmal satt gesehen haben an diesem absolut großartigen und innovativen Backcover Artwork, yikes, können wir schauen, dass wir zum eigentlichen Steelbook vordringen. Hier eben, wie von Paramount gewohnt, die Klebepopel sehr schön genau ans Eck geklebt, dass wir auch wirklich ja nicht ohne etwaige Beschädigungen dieses Papierdings hier entfernen können. Es ist nämlich total schwierig, die Grenze dabei, diesen Karton, so klein wie das Ganze ist, zu überdehnen und einfach abzubrechen, ist ziemlich heftig. Dafür allerdings haben wir es dann geschafft und sehen hier das Cover Artwork vor uns, das grundsätzlich, sagen wir jetzt einmal, dreigeteilt ist. 1, 2, 3. Im ersten Teil haben wir Aaron Eckhart, der quasi in eine Explosion hinein kopiert wurde, wo einerseits der metallische Steelbook-Effekt hier bei der Explosion im Hintergrund relativ gut arbeitet, aber die Grenze zwischen Eckhart und der Explosion finde ich ein bisschen sehr gore-hart ist. Schaut aber eigentlich gar noch nicht so schlecht aus. Auch hier in der Mitte die Schriften, die mit dem metallischen Steelbook-Effekt arbeiten, sind ziemlich cool. Auch wenn die Schrift der innere Kern etwas über den Bereich hinausgeht. Dafür dann allerdings unten, finde ich, wirkt das Ganze schon wieder ein bisschen billig zusammenkopiert. Also wir haben hier eine relativ nette Spielerei mit dem metallischen Steelbook-Effekt, aber trotzdem auch wieder irgendwie ein etwas billiges Gefühl bei dem Artwork, was eben bei einem billigen Steelbook auch nicht weiter wundert. Ich kann mich nur noch erinnern, dass es damals relativ schwer war, gerade an das Steelbook von The Core ranzukommen, weil es eben diese exklusiven Steelbooks damals, glaube ich, gegeben hat beim Mediamarkt und da aber eben nur in Deutschland und nicht in Österreich. Außerdem hat man hier auf dem Backcover dasselbe Motiv verwendet wie auch bei diesem Backcoverblatt mit ebenfalls dezenten metallischen Touch. Warum man allerdings auf den Rest des Steelbook-Artworks vergessen hat, das weiß ich nicht so ganz. Auf dem Frontcover ist das Ganze durch diese Dreiteilung ja schon fast irgendwie ein bisschen überladen. Offensichtlich war dann der Grafiker müde, Grafiker muss schlafen und Backcover muss umgestaltet bleiben. Was ich irgendwie schade finde, weil man ja anhand der anderen Releases aus dieser Reihe eh schon weiß, dass er sich dann bei Picture Disc bzw. beim Innenartwork eh ausschlafen kann. Aber dass man dann auch noch beim Backcover faul wird, das ist irgendwie etwas, das ich persönlich einfach überhaupt nicht verstehen kann. Schade. Es ist definitiv kein abgrundtief hässliches Steelbook, aber es ist auch eines, bei dem man wirklich weiß, warum es nur 9,99 € gekostet hat.